Oh, der Zauber ist bestimmt richtig geil, wie immer. Ach, hey, ich bin vergiftet, geil. Ich krieg einen Orgasmus, wenn ich sehe, dass ich vergiftet bin. Heil mich mal. Wo ist ein Cane? Ich verkaufe, bekomme ich ein Cane. Ich probiere mal was aus. 1 bis 36 Blitzschaden und 7 zu leben. Müssen diesen unglaublich tollen Gegenstand haben. Was ist denn das für ein Gegenstand? Zauber. Eins bis wie viel? 1 bis 36 und 7 zu leben. Ja, nehm ich. Ganz gut. Da muss ich jetzt aber irgendeinen Zauber loswerden, sonst wird mir das zu viel hier. Der Zauber mitnehmen, den ich nicht mitnehmen kann. Der sich nicht leisten kann. Mach mal was. Nein, das war die falsche Taste. Ich war wieder nicht belegt. Ah, verfickt. Da hab ich mir noch extra diese leckere Hühnchenwurst gekauft. Nein! Ach, ich hasse es. Ich hasse es aus dem dieses dumme Dreckspiel. Wieso soll da liegen jetzt die ganzen Heiltränke rum? Die waren doch alle. Ach, ich will gar nicht wissen, warum. Ich will es wirklich einfach gar nicht wissen. Ach. Das Spiel nicht mal mit der Belegung klarkommt, ey. Brauchst du Heiltränke? Ja, aber. Ja. Wenn du zu viel hast, gib her. Da gehe ich wohl wieder. Also, schon mal ich nochmal mit Rüstung. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Würde mich bei dem Dreckspiel auch nicht wundern. Sorgen, die ein Krug Bier nicht heilen könnte. Ah. Junge. Kann ich irgendwas Lustiges machen? Was denn? Die Wand anschauen. Ich könnte Provence spielen und du guckst mir zu. Was? Ich könnte Provence geguckt. Spielen. Ja, bis und streamst das denn? Bis das Internet weg war, hab ich auch zugeguckt. Ich weiß. Dann hatte ich kein Internet mehr. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, außerdem. Zuerst. Ich hatte heute auch keine Möglichkeit, zu Steam zu verbinden. Oh. Das wollte heute auch lange nicht. Funktioniert alles aber sehr gut diese Woche. Ja. Vieles ist eh nicht mehr passiert, oder? Nö. Also ich habe halt Britannia eingenommen. Ist England noch da? Ja, klar. Könntest du da einen Anspruch drauf fingieren und versuchen, da noch was zu bekommen? Wenn Frankreich es nicht vorher schluckt. Achso, du meinst auf den Kontinent? Ja, yeah. Also auf, nee, ja, auf der Insel sowieso, also. Du meinst auf der Insel? Nee, also nee, das nee. Ist. Nee, nicht in der kurzen Zeit. Nee, auf dem Festland ist England nicht mehr, nee. Ah, okay, dann. Kannst du im Prinzip nach Burgund expandieren? Frankreich ist dann bei Ende dann, ne? Ja. Dann kannst du da nicht hin expandieren. Frankreich und Aragon sind meine Verbündeten. Aragon wird wahrscheinlich bald Teil von Kastilien werden, also ein Bündnispartner. Da geht's nach Ludgolem. Ist das nicht ein schöner Speer? Hä? Ist das nicht ein schöner Speer, den ich hab? Hab schon bessere gesehen. Ich hab mal einen anderen gekauft. Das
ich gleich mal meinen Speer aus der Hohe. So, Schein des Füllens. Ja, der Vier füllt sie erstmal ab. Passt schon. Sieht ja sonst keine aus mit dir. Ja, Burgund, wo kannst du sonst noch hin expandieren? Hast du nicht auch irgendwie einen untergebenen Vasallen? Ja. Die können das langsam mal integrieren vielleicht. Ja, das kann ich machen. Burgund, was ist denn sonst? Den Vasallen habe ich nicht, ich habe einen Juniorpartner, glaube ich. Achso, da musst du länger warten. Juniorpartner muss mindestens 50 Jahre warten. Vasallen nur 10 Jahre. Wow! Ich bin erstmal voll reingerannt. Willst du denn hin? Ja, ich muss erstmal. Achso, du hast so viel Zaubern, achso. Nein, nicht. Denk mir schon. Ja. Ja, das ist immer so ein bisschen mäßig, sag ich mal. Was wollte ich sagen, was ist denn noch rechts? Von Burgund ist da, glaube ich, nur, oder? Gibt's noch was anderes als Burgund bei dir? Ich überleg grad. Burgund und Burgund 2 und. Die Schweiz ist weiter rechts noch. Savoyen? Ja. Weiß nicht, hast du Savoyen nicht vielleicht noch? Ich hab ja auch später gesehen, dass ich 3 Länder habe, also am Anfang. Oder 4. Irgendwie 4 Provinzen. Man hat ja nicht nur das links, sondern oben und rechts auch noch eins. Komisch. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Was das ist halt historisch. Mhm. Also zumindest wenn du startest, ist es historisch. Danach hört es meistens auf. Oh ja, Gott. Und auf 2 davon, also 2 von den 3, die rechts liegen, da hat Frankreich einen Anspruch drauf. Ja, aber das sind ja momentan dann, solange sie deine Verbündeten sind, kommen sie dich nicht holen. Ja. Das haben sie auch eine gute Meinung von mir. Möglicherweise Probleme. Ja, dann sowieso. Weil du kannst, glaube ich, Frankreich gründen, wenn du Frankreich schluckst. Ja. Das mache ich jetzt gleich. Glaube ich nicht. Oh, eine Truhe. Ach, da ist ja noch einer. Kann ich auch Großbritannien gründen, wenn ich England schlucke? Schade. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht wenn du deine Hauptstadt verschiebst, ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Wobei, wenn du deine Hauptstadt und eine kulturelle Änderung machst, aber das wirst du nicht schaffen. Weil für die kulturelle Änderung musst du, glaube ich, was waren es, 50%? Also 50% deiner Einwohner müssen irgendwie das annehmen. Und das ist nicht so einfach bei einem größeren Land. Du brauchst ein größeres Land, um England zu schlucken. Ja. So. Aber mit Britannien könnte man das vielleicht schaffen. Was? Wenn man jetzt Britannien spielt, dann könnte man vielleicht Großbritannien gründen. Ja, du musst ja erstmal das ganze Scheiß erobern und dann musst du... Ich meine, es ging ja über kulturellen Shift, aber das ist halt. Also, das ist nicht trivial. Aber Britannien müsste doch dieselbe Kultur haben wie England, oder? Nein, das ist ja nicht Britannien, das ist ja Brittany. Du wechselst ja, da was. Klingt doch fast genauso. Ja. Ich glaube, im nächsten Patch kann man in Böhmen dann Dingsbums gründen. Mit dem 1, was ist das dann? 1,20? Ne, 1,30. Irgendwie so. Kann man dann 1,30. Tschechien, glaube ich, gründen mit Böhmen oder so. Ich muss mal Böhmen spielen. Böhmen ist, glaube ich, richtig schön entspannt. Das ist groß und mächtig und es liegt in Europa und auch im Heiligen Römischen Reich. Ja. Oh, da ist ein Boss. Hm. Der kann mich einfrieren, ja. Ich hasse es. Und es ist direkt an einem Land, das nicht im Heiligen Römischen Reich ist, nämlich Polen. Das kann man dann vielleicht aufteilen. Ja.
Oder zumindest meine ich, dass da irgendwas war, dass man da irgendwas gründen kann ab demnächst. Ey, ich bin geschickter. Ich bin gefickter, geschickter. Geh mal weg da. Nacht des Kampfes oder so. Also Franken kann man auf jeden Fall gründen, das heißt, ich muss nochmal Dings in Bayern gibt es, glaube ich, im Startpunkt dann gar nicht. Oh. Das öffnet viele Möglichkeiten. Und Würzburg Bayern ist ein bisschen stärker. Was? Bayern gibt's nicht. Ich meine mit dem nächsten großen Patch meine ich. Muss man Bayern erst gründen oder was? Ja. Okay. Ja, dann wird Würzburg einfacher. Ja, und Würzburg hat eine andere Provinz und Bamberg ist ein Vasall von Würzburg dann. Ach. Das heißt, du hast dann insgesamt drei Provinzen mehr oder weniger. Wird alles ein bisschen feiner untergliedert sozusagen. Ja, bei Pommern auch so. Auf Pommern soll ich dann auch nochmal spielen, ne? Uiuiui. Wie du willst, du warst ja eigentlich recht angetan vom Pommern. Das lief recht gut, ja. Wow, geile Güter. Das Schöne ist halt, es ist schon so ein bisschen länglich und an einem guten Handelsplatz. Das heißt, du machst schon mal recht viel Geld und kannst schon mal so aggressive Expansion nach links, rechts so verteilen. Mhm. Das ist immer viel wert. Ich muss sagen, dass ich auch ein bisschen Glück hatte. Also, was heißt Glück, bis ich es versaut habe. Ich hab fast schon wieder Geld. Ein bisschen. Ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, 100. Nee, habe ich nicht. Ich habe. Ja! 20.000. Wie ist das so hell geworden? Was ist? Hallo, oh, alles gut. Wir sind keine fanatischen Champions. Ist gerade so hell geworden, die Karte. Ja, komm mal her, dann wird's dunkel. Ach, dieses Gift schon wieder. Kommst du jetzt her? So hast du nicht den Teleport genommen. Ach so, den. Hast du nicht aktiviert? Hab's vergessen. Ich hab mal Nova letztens mal angefangen. Müsste ich nur noch Kurfürst werden, dann könnte ich Hannover gründen. Nicht Hannover, wie heißt das? Ich kann mit Hannover gründen. Das, wo Hannover die Provinz am Anfang hat. Braunschweig? War das Braunschweig mit den drei Provinzen? Ja, das könnte sein, ja. Ist ja gar nichts, ne? Kannst Hannover gründen. Ich könnte auch Dings noch gründen. Westfalen, aber. Da müsste ich meine Hauptstadt alles erlegen. Wusste ich gar nicht, dass man das auch kann, Hauptstädte verlegen. Ja, das mache ich normal nicht, weil. Also, was heißt mache ich normal nicht? Wenn man Osmanen spielt, macht man das normal recht früh, weil man dann sehr früh im Spiel die Möglichkeit bekommt, das Ganze nach Konstantinopel zu verlegen. Dafür Bonus. Und da kannst du besser handeln, oder was? Was? Kannst du besser handeln dann da? Ja, man kriegt halt direkt einen Bonus, dass man da seine Hauptstadt hin verschiebt. Aber ja, es gibt schon Gründe, also kann ja ein reicheres Gebiet belegen oder beschwimmte Institutionen spawnen ja unter bestimmten Bedingungen, das heißt, man muss die Stadt zum Beispiel entwickeln und das kann man halt so umgehen, aber macht das eher selten. Alter! Ach so, ich werde blockiert, deswegen kann ich nicht zurücklaufen. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Hannover gründen kann. Ich habe nicht mehr weitergespielt, nachdem Bayern mich zu einem Krieg aufgefordert hat mit
gegen Österreich. Und Österreich hat Burgund bekommen, weil in den meisten Spielen löst sich Burgund auf und irgendeine Großmacht bekommt das dann so. Ja. Und Frankreich wurde zwischen Spanien, England und Österreich aufgeteilt. Das ist keine lustige Konstellation gerade. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das annehmen soll oder lieber sagen soll, nee, machen wir deinen Krieg alleine. Ich bin schon wieder vergiftet, ich hasse es so sehr. So sehr. Ah, das Gegengift. Ich bin gestorben, weil ich scheinbar noch irgendwas getroffen hat. Sehr gut. Ach ja. Wegen Pfeile. Nee, das war eine Leiche, also kann es keine Pfeile gewesen sein. Die werden ja nicht von den vertrockneten Leichen, sondern von den Skeletten verschossen. Ich Österreich schon mal so gerne so ein Stück reduzieren würde. Aber Bayern ist jetzt nicht unbedingt die Großmacht. Nee. Und ich möchte jetzt nicht meine ganzen Truppen da verheizen, weil die Rivalen nehmen das möglicherweise dann unangenehm ernst. Die greifen einen ja dann gerne an, wenn man gerade schwach ist. Alter, ein bisschen viele Bogenschützen. Gut, Schirnquab, das ist doch ein Klingenwaffe, Klauenwaffe. 19 bis 40, vermutlich scheiße, aber hey. Uff, oh, da liegen 22.000 Gold rum. Von wem die wohl sind? Oh Gott, da ist ein, ist das ein Champion? Oh ja, das ist ein Champion, geil. Mein Schatten. Ach, auch wieder nichts. Scheiße. Ich bin gleich wieder da, wo ich angefangen habe. Das kenne ich irgendwoher. Ja, wenn es so weitergeht, wird das nichts mit Leveln. Wie, du wolltest doch noch leveln? Wow, der Boss macht ja auch so gar keinen Schaden. Oh, der geht schon ein bisschen. Ach, scheiße. Ich komm da auch nicht hin, ne? Kannst du mal ein Portal machen, da in der Nähe? Grad, Moment. Ich muss hier gerade hoffen, selbst nicht zu sterben. Ich geh mal ein Stück zurück. Soll ich mir vielleicht mal ein, zwei Mana-Tränke einpacken? Oh Gott, der Boss kommt. Natürlich kommt der Boss. Ist das nur der Boss? Immun gegen Gift, immun gegen Feuer, Verflucht, Magieresistent. Steinhau, oder? Geil. Das heißt, ich mache so richtig gar keinen Schaden, ne? Wow! Nicht zu meiner Leiche. Ja, gut, den Boss anzugreifen macht hier wenig Sinn. Er gibt hier wenig Sinn. Ach, fuck you! Jetzt renn nicht dumm rum, nimm endlich deine Leiche mit. Was machst du denn? Hast du ein Portal gemacht? Nein, mach mal eins. Und hör auf, so dumm da rumzurennen, sondern nimm deine scheiß Leiche mit. Ja, aber das sind Bogenschützen. Wenn du dumm rumrennst, bringst du ja auch nichts. Mach mal ein Portal. Warte. Weil ich könnte der Telepath ist so ein bisschen scheiße. Du musst halt schnell hinrennen. Hab ich auch gemacht. Jetzt muss ich wieder Tränke und alles belegen. Ich muss mal neue kaufen. Moment. Ich muss mal Tränke kaufen, ja. Erstmal identifizieren, was haben wir denn da für einen Scheiß gefunden. Wehrlos und Müll wahrscheinlich wieder. Jägerbogen, Schaden 6 bis 12. Sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit. 60% Schaden, 60% Angriffswert, 100% Schaden an Untoten. Alle Widerstandsarten plus 10. Hübscher Bogen. Ist ein Bogen? Ja, der war Gold. Hab ich verkauft. War eh nichts wert.